Blogging, ein echtes Marketinginstrument und nicht nur zum Vergnügen. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der IRM AG und Sie schauen website-marketing.ch. Anlässlich der Zoom-Share bei Zülke vom 25. Juni 2013 durfte ich zum Thema Bloggen referieren. Und hier mein komplettes Referat, tauchen wir gleich ein. Zu Beginn vielleicht noch mal kurz, wie sich das Ganze aufbaut. Beim Bloggen geht es ganz klar darum, dass man zuerst Aufmerksamkeit generiert. Also da kann ich nicht plakativ reinfahren. Die Aufmerksamkeit, die bringt dann Vertrauen. Das ist ganz wichtig und darum bin ich auch etwas länger dran. Also Bloggen auf keinen Fall was Kurzfristiges, genauso wie alle anderen Social Media Aktivitäten. Und wenn ich dann das Vertrauen gewonnen habe, baue ich eben eine Beziehung auf. Das ist also der Ablauf beim Bloggen, bei Social Media Marketing, und da sollte man sich auch genug Zeit einräumen, denn das ist nicht ganz einfach und braucht eben etwas Zeit. Dann vielleicht noch ein anderer Punkt, wenn man sich anschaut auf diesem Quadranten, über den ich by the way schon öfters auch mal gebloggt habe, kürzlich auch ein Video dazu gemacht habe, dann sieht man hier in der X-Achse die Nähe zum Abschluss und in der Y-Achse eben den Vertrauensaufbau. Und da sehe ich ganz klar, da bin ich mit einem Blog, bin ich oben links. Das heißt, ich bin relativ weit vom Abschluss weg. Deshalb dauert es hier auch eher länger, bis ich hier mal einen Kunden gewonnen habe. Dafür wird hier Vertrauen aufgebaut und so halt eben ein Kunde an mich oder ein potenzieller Kunde an mich gewonnen. Wenn man sich diese verschiedenen Marketingmöglichkeiten hier anschaut, darf man nie vergessen, dass jedes Einzelne dazu beiträgt, dass ich am Schluss eine Anfrage generiere oder eben sogar einen Abverkauf mache. Also in dem Fall kann natürlich auch Social Media auf dem Weg hier über diese Customer Journey zu einem erfolgreichen Abschluss führen oder seinen Beitrag dazu leisten. Man sagt beispielsweise bei Zalando, dass man mit 40 Kontaktpunkten rechnen muss, bis man einem Kunden einen Auftrag kriegt. Und das ist natürlich bei allen anderen Sachen ganz ähnlich. Und wenn ich mir das überlege, dass ich beispielsweise mal Newsletter rausschicke, irgendwann finde ich mal die Seite über Google und irgendwo halt eben auch mal über das Thema Social Media, und da spielen die Blogs rein. Ich möchte ganz zum Start mit einem Thema beginnen, das sich darum dreht, soll ein Blog integriert sein in der eigenen Webseite oder soll er eben separat laufen? Da gibt es verschiedene Pros und Cons dazu. Ich habe den ersten Punkt: wenn man es separat oder integriert machen will, verfügt das CMS überhaupt über ein Blog-Modul? Wenn ich das separat mache, gehe ich meistens auf WordPress oder was Ähnliches. Wenn ich das integriere in mein Corporate CMS rein, dann wird es eher schwieriger. Also das zuerst mal checken. Dann ist sicherlich wichtig, ob die Administration extrem einfach ist. Wer bloggt, weiß, es muss schnell gehen. Also wenn ich noch lang überlegen muss, wie ich jetzt meine Inhalte reinbringe, auch meine Bilder oder Videos integriere, dann habe ich verloren, muss also schnell gehen. Ganz entscheidend, und das ist eigentlich der größte Vorteil eines Blogs, er zieht die Besucher von Google an. Also die ganzen SEO-Kriterien müssen erfüllt sein, da muss ein Plugin vorhanden sein, das das eben abdeckt. Dann weiter gibt es die ganzen Blog-Features, das Sharen, die besten Blogartikel, die besten Posts und so weiter, dass man das anzeigen kann. Das sind so ein paar Features, die da drin sein müssen. Und vor allem funktioniert der Call to Action. Und über das Thema möchte ich nachher gleich erzählen, denn heute werden wir uns mit dem befassen, dass eben ein Blog auch Leads generieren muss. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, denn ich blogge nicht zum Vergnügen, wie ich schon eingänglich gesagt habe. Wenn man sich eine Studie anschaut von Bernet PR zum Thema Social Media, dann sind die drei wichtigsten Messgrößen für die Erfolgskontrolle die Besucher, Anzahl Besucher, Likes oder Followers, das kann natürlich bei einem Blog sind, das die RSS-Abonnenten, und der Dialog. Wenn Sie mich fragen, ist das ein Blödsinn, denn meines Erachtens geht es nicht darum, möglichst viele Besucher auf meiner Webseite drauf zu haben, möglichst viele Followers zu haben oder Dialoge, weil die müssen zuerst Qualität haben. Das heißt, ich muss die richtigen Besucher auf meiner Seite haben, die richtigen Followers und die richtigen, die sich mit mir austauschen, denn die generieren eben schlussendlich Leads. Nun, wie kann ich überhaupt über einen Blog Leads generieren im B2B-Umfeld? Ist ja nicht ganz so einfach. Klar, bezieht sich übrigens auch gleich auf eine Webseite im B2B-Umfeld, beispielsweise einen Download von White Papers. Ich komme nachher zum Beispiel, wie wir das bei uns lösen.
Bestellung von irgendeinem Katalog beispielsweise, kann ja was Schöneres sein, dann kostet er vielleicht sogar noch was, anmelden zu einem Anlass, natürlich auch eine Möglichkeit, gerade sowas wie wir heute haben, ein Event, da kann ich mich natürlich drüber anmelden und habe hier so wieder ein Lead generiert. Anfragen über Formular kann ich natürlich gerade auch im Blog selber integrieren oder eben dann den Transfer, wenn es separat ist, zur eigenen Corporate Website, wo ich dann meinen Lead zu generieren versuche. Wir haben das beispielsweise so gelöst bei uns auf der Webseite. Wir bieten diese INM-Matrix an, eine Executive Summary davon, der Schlüssel zum Erfolg im Web. Das ist ein Download, der hier passiert. Das funktioniert sehr gut. Wir haben eines zum einen im Key Visual oben drin, das eines von vielleicht 5 Key Visuals und dann rechts nochmal jetzt Download. Dann komme ich hier auf so eine Seite mit einem sehr, sehr einfachen Formular, wird gleich nochmal erklärt, um was das es geht, abgeschickt. Da generieren wir sehr viele Leads. Wichtig aber auch bei Leads ist es, dass ich die richtigen Leads generiere und dass ich vor allem einfach Leads generiere. Und da habe ich ein Beispiel von einer Fußball-WM, das war um 2000 rum, als Pringles einen Wettbewerb veranstaltet hat. Da musste man mit einer Pringles-Dose jonglieren und das auf dem Video, videomäßig aufnehmen, dann auf eine Microsite hochladen und da wurde dann der beste Video auserkoren. Da hatten sich, das wurde europaweit angelegt, einen Riesenaufwand betrieben, 12 Einsendungen gab es da, klar, um die Zeit konnte ich noch nicht mit dem Handy filmen, zum einen, zum anderen muss ich dann das Videoformat irgendwie so umwandeln, damit ich es hochladen konnte, also viel zu kompliziert. Wenn Sie so Leads generieren, machen Sie es nicht zu kompliziert, vor allem wenn es ums Thema Wettbewerb geht. Vielleicht ganz kurz noch zum B2B und B2C-Thema, wenn wir schon dabei sind, habe ich hier noch eine Statistik mitgebracht und da sehe ich, dass SEO, die beiden anderen Kollegen, PPC und SMM schlägt. Da geht es vor allem im B2B-Bereich sehr stark auf SEO raus. Pay-per-click, also irgendwo AdWords zum Beispiel, spielt da die zweitwichtigste Rolle. SMM, also Social Media Marketing, da sind wir gerade bei 18%. Im B2C-Umfeld ist das ein bisschen anders verteilt. Da hat dann auch Social Media einen größeren Anteil. Aber gerade im B2B-Bereich ist SEO sehr wichtig und das ist natürlich entsprechend für Blogs entscheidend, denn auch dort sehe ich die ganzen Besucher über die Suchmaschinen an. Also schauen Sie, dass Sie da die Seiten absolut optimiert haben. Ich habe hier ein Beispiel mitgebracht. Und zwar kann ich aufgrund von Kundendaten natürlich nicht auf Blogs von Kundendaten zugreifen und diese hier präsentieren. Darum habe ich das anhand von unserem eigenen Blog, werde ich das aufzeigen. Also die Zahlen sind zeigbar. Wir bloggen seit ca. 2006, also sehr lange. Das System ist auf WordPress. Es ist separat aufgebaut, auch separat gehostet. Es ist aus SEO-Gründen entscheidend, wenn Sie also Ihren Blog separiert halten, dann schauen Sie, dass der irgendwo anders gehostet ist, damit die Backlinks mehr für das SEO bringen. Die erste Version war praktisch ungebrannt, sehen wir nachher. Die zweite ganz, ganz leicht, so auf der Übergang zu Leads generieren. Die dritte Phase war dann eigentlich die Lead-Generierung. So hat der erste Blog plus minus ausgeschaut. Da sieht man kaum was von der INM oben rechts, ganz, ganz dezent. Sonst merkt man nicht, dass dieser Blog von der INM ist und das war auch ursprünglich das Ziel. Der zweite dann, das war dann eigentlich schon der dritte, aber der zweite hatte das Logo oben rechts drin. Der dritte dann ein bisschen größer, also hier wollte man zeigen, dass man bei der INM ist und so schaut dieser Blog dann heute aus. Das ist die Startseite und hier sieht man ganz klar, da will man eindeutig dem Besucher vermitteln, dass er bereits schon mehr oder weniger auf der Corporate Website ist und nicht auf einer Blogseite. Wenn er natürlich auf dem Blogpost selber landet, dann schaut das hier so aus. Gut, zurück zur ursprünglichen Version, sehr dezent gebrandet. Hier oben rechts, Powered by INM, da hatten wir noch das alte Logo, sonst merkt man hier nicht viel von dem ganzen Corporate Design und so weiter fehlt eigentlich. Dann hier die zweite Version, da hatten wir einmal das Logo klein oben rechts drin zum einen und dann aber diese direkte Lead-Generierung, das Formular, das uns eigentlich über diesen Weg hätte Leads generieren sollen oder dann eben über das Logo zur Startseite, von der Startseite dann zur
Kontaktaufnahme, also eher umständlich dieser Weg. Und wenn man sich anschaut, wie was funktioniert hat, kann man heute sicherlich sagen, das Formular hat überhaupt nicht funktioniert, denn da kam sehr viel, ich sage mal, Müll rein, Anfragen zu, wie lösche ich mein Facebook-Profil und so weiter, was natürlich im B2B-Bereich überhaupt nichts gebracht hat, den muss man natürlich trotzdem beantworten, ist klar. Über das Logo, das hat dann doch eher ein bisschen besser funktioniert. Wenn man sich aber die Zahlen anschaut, wir hatten auf diesem Blog dort sehr, sehr viel mehr Besucher als die 17, die schlussendlich draufgeklickt haben. Man sieht hier 1100 über die paar Tage hinweg, also 1,54% haben überhaupt aufs Logo geklickt, also noch eine sehr bescheidene Zahl. Was dann aber schön ist, das sieht man dann an den anderen Zahlen, dass die Performance extrem gut war. Also wir hatten sehr, sehr viel mehr Seiten, die angeschaut wurden. Wir hatten eine viel, viel höhere bis durchschnittliche Besuchszeit und die Absprungrate war nicht wie da durchschnittlich auf dem Blog 49%, sondern gerade mal gut 17%. Also die Besucher, die haben sehr gut funktioniert, die Qualität der Besucher war sehr gut. Was man dann gemacht hat, ist das Logo prominenter platziert, also viel größer. Das Formular kam raus, dementsprechend wurde dann dieser Weg eingeschlagen und da hat dann die Performance nochmals zugenommen. Man konnte dann über eine gewisse Zeit anstatt 18 eben die 48 generieren, also sehr viel mehr Besucher kamen rein, die Steigerung ist passiert, auch nochmal eine Steigerung der durchschnittlichen Besuchszeit, die Absprungrate wieder etwas gestiegen, aber immerhin hatte ich mehr Besucher so generieren können, allerdings natürlich auch noch nicht eine Wahnsinnsrelevanz. Im Vergleich dazu dann Facebook, schaut so aus, ein Facebook-Post auf eine News beispielsweise, meistens sind ja News dann die Landingpages und dann von dieser News musste dann der Besucher natürlich irgendwie auf unser Kontaktformular gelangen. So hat dieser Beitrag beispielsweise ausgeschaut, da sowieso immer mit einem Bild arbeiten, ganz, ganz entscheidend. Und wenn man sich dann das anschaut, wie diese Besucher performt haben, merkt man dann, dass die nicht sehr, sehr viel an qualitativen Besuchen bringen. Hängt natürlich stark vom Thema ab. Es gab Besucher, die eher guten Traffic gebracht haben, aber die meisten waren eben doch eher dünn, also Besucher von Facebook. Auch wenn jetzt im Fall von dem Sunrise Intranet News die Anzahl Seiten, die angeschaut wurden, ein bisschen höher war als der Schnitt, war doch dann die Zeit, die man auf der Seite verweilte, relativ klein. In dem Zusammenhang empfehle ich Ihnen, damit Sie das auch messen können, messen Sie alle externen Maßnahmen, hinterlegen Sie diese Links mit Kampagnenlinks, denn Kampagnenlinks zeigen Ihnen an, ob Sie Besucher über diese Links generieren und nicht einfach, ob Sie von Facebook kommen oder nicht. In dem Fall hier sieht man jetzt auch, wir haben einen Flyer zu unserer Matrix verschickt mit dem QR-Code, sehe ich, wie diese performen, füllen diese Leute nachher das Formular aus, das kann ich genau messen. Im mittleren drin habe ich wieder den Facebook-Post zum Thema Facebook altert. Da sieht man auch sehr gut, dass dieser eben weniger gut funktioniert hat als andere. Und dann beispielsweise die E-Mail-Signatur, eines der best performenden Elemente, externer Elemente überhaupt. Zurück zu unserem Blog, so hat er aus, so schaut er heute aus, wenn ich auf der Startseite bringe, links der Blog als eines der Elemente, dann wird aber komplett der ganze Webseiteninhalt, den wir auf INM haben, hier wieder abgebildet oder ein großer Teil zumindest davon. Und dann habe ich in der Mitte eigentlich meinen Call to Action sehr, sehr prominent und wenn ich im Blogpost selber drin bin, auch hier wieder diesen Call to Action. Ziel des neuen Designs, ganz klar, der Besucher darf den Unterschied nicht mehr zur Firmenwebseite merken, also er muss quasi das Gefühl haben, ich bin schon am richtigen Ort. 6/7 der Besucher landen sowieso auf einem Post, also nicht auf der Startseite. Das heißt, die Verwirrung wird nicht zu groß sein, denn ich bin wieder in meinem gewohnten Umfeld drin. Die Leads werden nach wie vor auf INM generiert. Das heißt, wenn ich auf diesen Button hier draufklicke, lande ich auf der INM-Seite. Der Funnel ist, ich sage mal, direkter als zuvor, denn nun habe ich einen direkteren Ablauf direkt zum Formular und nicht noch über die Startseite, beispielsweise über das Logo, wie wir das vorher hatten. Wie hat das Design performt? Das hat jetzt mal einen richtigen Fortschritt gebracht. Da habe ich viel mehr Besucher
generieren können, die eben über den Blog auf unsere Seite kamen. Also wir hatten da bis sechsmal, gut sechsmal mehr Besucher nachher auf der Seite drauf vom Blog. Auch die durchschnittliche Besuchsanzahl Seiten waren deutlich besser, auch die Zeit entsprechend besser und die Absprungrate kleiner. Wenn ich dann aber mir die Leads anschaue, dann ist halt schlussendlich doch immer noch die Usability der Webseite entscheidend. Denn umso besser die ist, umso eher hole ich mir da dann auch einen Lead. Und da sehe ich jetzt keinen Wahnsinnsunterschied. Das heißt, man müsste nun wieder am Formular vielleicht arbeiten. Wie das andere machen aus dem B2B-Bereich, das ist eine Webseite, die Tools im SEO-Bereich anbietet an Firmen in der Regel. Und deren Startseite schaut so aus, wenn ich mir dann die Blogseite anschaue, mit dem sie unheimlich viele Besucher generieren, dann schaut die ungefähr so aus. Also ich bin im selben Umfeld drin. Wenn ich nun hier wieder auf das Logo klicke, bin ich wieder auf der Startseite drauf. Passiert also relativ ein kleiner Unterschied, damit ich den Besucher wieder auf meiner Seite drauf habe. Also heute würde ich stark empfehlen, dass man, wenn man neu startet mit beidem, dass man WordPress beispielsweise als CMS nimmt und dort den Blog integriert, die Besucher über den Blog generiert, weil das einfach ein unheimlich mächtiges Tool ist im SEO-Bereich und dann auch gleich den Lead generieren kann. Was man nicht vergessen darf, ist das Thema Mobile. 60% der Leute heute haben ein Smartphone, also das ist sehr, sehr verbreitet. Fast ein Drittel arbeitet mit Tablets, dann sagt man immer, ja gut, meine Seite läuft ja auf dem Tablet drauf. Dann hat man aber die ganzen Dinge wie Haptik und so weiter oder Elemente wie Mouseover, die ich eben dann mit meinem Finger nicht bedienen kann. Auch ganz entscheidend ist, dass sehr, sehr viele Menschen zu Hause ihre Geräte nutzen. Das wissen sie selber, wenn sie irgendwas im Fernsehen sehen und so weiter. Dann schauen sie sich das kurz auf ihrem Tablet an, wenn sie morgens aufwachen, ihre E-Mails, die sie sich checken, und auch dazu gerade ein Thema, 33% der E-Mails werden mobil gelesen. Das heißt, wenn sie ein Newsletter verschicken, empfiehlt sich es auch, dass sie nachher eine mobile Seite haben. Und das gilt natürlich insbesondere auch für den Blog, Thema RSS-Abonnenten, ganz entscheidend. Und darum geht es da in Richtung Responsive Design. Es ist also wichtig, dass ich mich auf die verschiedenen Endgerätegrößen, Browsergrößen fokussiere. Wir sagen immer, Mobile First lohnt sich, denn ich muss zuerst wissen, was ich auf dem kleinsten habe, weil auf dem größten Widescreen passt sogar rechts dann noch ein Banner rein. Also muss ich mir überlegen, was ganz unten vorhanden sein muss. Das sind die wichtigsten Elemente und da arbeite ich mich dann hoch. Das macht man heute mit HTML5 und CSS 3 im Responsive Design. So nennt sich das Ganze. Ein wesentlicher Faktor, wie man so eben einen Besucher viel besser bedienen kann, egal mit welchem Endgerät er daherkommt. Ganz entscheidend auch noch ist die Journey, die so ein Besucher macht. Das jetzt mehr so im E-Commerce-Bereich, aber auch das ist interessant. Morgens vielleicht kurz auf dem Handy, dann über Mittag vor dem Desktop und dann abends der Abschluss meistens dann eben auf dem Tablet. Man sagt, die Conversion ist doppelt so hoch auf dem Tablet, weil die Vergleichbarkeit einfach viel schlechter ist. Gut, wie performt das jetzt Responsive Design bei uns? Das hatten wir vorher nicht. Vorher hatten wir eine normale Website mit einem Plugin für mobile Endgeräte. Heute haben wir dreimal mehr Besucher, die auch bis auf kleine Unterschiede fast überall besser performen. Also doppelt so viele, dreimal so viele Besucher sogar, mehr Seiten, die sich anschauen und eine gleich kleinere Absprungrate. Lohnt sich also auf jeden Fall, dass ich hier mit Responsive Design arbeite. Bringt mir über die mobilen Geräte mehr Leute drauf, weil die natürlich wissen, dass sich das gut anfühlt, dass es gut lesbar ist und vor allem auch gut bedienbar. Ganz wichtiger Punkt immer wieder ist das Thema, wenn ich dann mal den Besucher habe, will ich, dass er nicht bounced. Und da geht es vor allem um zwei Punkte. Faktoren, die entscheiden, ob ich nicht bounce. Das erste ist die Relevanz, und das ist natürlich auch bei einem Blog ein wichtiges Thema. Wenn ich da zu verteilt, verzettelt schreibe, wenn ich da zu viele Themen anreiße, dann versteht der Besucher nicht, um was es geht im Kern drin und wird, man sagt, nach 2 Sekunden wieder weg sein. Auch ganz wichtig, er will sehen, dass er nicht irgend auf einem Inhalt gelandet ist, der erst seit gestern publiziert wird, von einer Person, die keine Ahnung vom Thema hat, sondern er will sehen, dass das
ein vertrautes Umfeld ist, dass eine Firma oder eine Person dahinter steht, die ihr Handwerk versteht, die da blockt. Und deshalb ist es ganz, ganz entscheidend und relevant, dass ich das auch zeige. Kann ich mit sogenannten Trust Marks machen? Ich habe unten links hier was beispielsweise das Einblenden von den Facebook-Fans. Dann sehe ich gleich, okay, da gibt es noch ein paar andere, irgendwo 74.000 in dem Fall, die diesen Blog oder diese Seite mögen. Und ich bin hier nicht der Einzige, der darauf gestoßen ist. Mit dem nächsten Punkt, da geht es dann mehr jetzt in den Content weiter rein, wenn ich den dann einmal habe und er hat eben nicht gebounced, dann geht es ums Thema Content Marketing. Und da sind zwei Faktoren für mich entscheidend, die Passion und die Kernkompetenz, das muss rüberkommen. Also wenn jemand nichts vom Thema versteht, dann merkt das jeder sofort, das wissen sie selber. Wenn sie über was berichten müssen, wo sie nicht sattelfest sind, dann merkt er das vis-à-vis von ihnen sofort, dass da was nicht stimmt. Also ganz entscheidend, die Passion muss stimmen, also man muss begeistert sein, man muss eine Begeisterung für ein Produkt, eine Dienstleistung haben, damit der Besucher das auch erkennt. Schauen Sie, über was überhaupt geschrieben wird. Bevor Sie anfangen zu bloggen, suchen Sie sich im Netz Themen ab, über die berichtet wird, und dementsprechend dann geht man auch in die Richtung rein. Natürlich muss es mit einer Dienstleistung übereinstimmen. Ganz wichtig. Erzählen Sie Geschichten, sowieso immer spannender. Versuchen Sie auch Mitarbeiter, andere Mitarbeiter und Kunden zu motivieren, für Sie zu schreiben. Ganz entscheidender Faktor. Inhalt planen, saisonal sowie eventbezogen. Also, dass ich nicht nur um Themen rumschreibe, die mir intern in der Firma widerfahren, sondern ich auch extern schaue, wenn es gerade ein Event gibt, wo es um ein Thema geht, das mich berührt, das mich tangiert, dann kann ich auch zu dem Event was schreiben. Die richtigen Keywords einsetzen, da muss eine Keyword-Analyse vorab gemacht werden, ist ganz entscheidend, und dann Updates vor allem beim Bloggen, ein absolut essentieller Teil des Bloggens, sonst haben Sie keine Chance, wenn Sie nicht, ich sage, dreimal in der Woche was publizieren, werden Sie auch nie richtig Besucher generieren können. Ein wichtiges Teil, und da bin ich jetzt hier nicht drauf eingegangen, ist das Thema Bewegtbild. Zieht extrem gut, vielsichtig einsetzbar natürlich auf der Website, auf YouTube, auf den News, nebst dem Blog. Verbreitet sich nicht automatisch, aber über YouTube, wenn man das gut optimiert. Anhaltende Werbebotschaft ist nicht heute publiziert und morgen ist das Banner weg und keiner sieht es mehr, sondern es bleibt. Führt zu höheren, das sehen wir nachher, Besuchszeiten. Ganz interessant. Zeigt die Kompetenz natürlich besser als was Textliches. Wenn ich jemanden sprechen sehe, dann funktioniert das eindeutig besser und steigert vor allem die Glaubwürdigkeit und die Sympathie. Ich habe hier selber so Erfahrungen gemacht. Das schauen Sie sich aber selber auch an. Ich binde das überall ein, auf dem Blog, auf meinem YouTube-Channel, auf meiner Corporate Website. Vielleicht baut sogar noch ein Lieferant von mir ein, auf der Seite, auf der er über mich schreibt. Und ich habe jetzt im Schnitt so 150 Views am Tag, was natürlich gut ist. Das erreiche ich sonst mit keinem Mittel, wenn man denkt, dass im Schnitt so ungefähr 3 Minuten lang zugeschaut wird. Auch heute, in dem Moment, in dem ich hier stehe und präsentiere, also ein anhaltendes, nachhaltiges Werbemittel oder Werbemaßnahmen, die, wie Sie hier sehen, sehr gut funktionieren. Und gerade auch Referate wie eben das hier sollte man auf YouTube stellen. Man hat es dann schon mal durchgesprochen, zum einen, und zum anderen hat man die Möglichkeit, dass nicht nur die sehen, die im Saal sitzen, sondern eben auch noch ein paar weiter. Ich habe hier zwei Beispiele, Video integriert auf dem Blog, anstatt eine Besuchszeit auf dieser Seite von 1,32 komme ich auf 3,41 oder hier auf der Corporate Website anstatt 45 Sekunden, 2 Minuten und 30, also klar bessere Performance. Dann habe ich ein paar Punkte zum Thema Blog Analytics, Besuchsquellen auf dem Blog und deren Performance. Hier links runter sieht man die Besuchsquellen. Die Top-Performer sind hier die direkten, da kann ich nicht viel zu sagen. Interessant ist dann aber Facebook, eigentlich der Top-Performer, wenn man die Besuchszahlen anschaut. Dann die Networks-Blog, das ist auch über Facebook, so solche, die den Blog abonniert haben. Und die Google Plus-Besucher, nicht mehr sehr viele, aber trotzdem auch die performen über dem Durchschnitt, was eigentlich sehr interessant ist. Sprich, Facebook bringt doch auch im B2B-Umfeld einiges an Besucher.
und vor allem eben mit guter Qualität. Also die übersteigen dann die durchschnittliche Besuchszeit beispielsweise doch um einiges. Warum funktioniert Organic nicht wirklich? Das ist, weil die meisten Besucher über das Keyword oder mit dem Keyword im Zusammenhang mit dem Keyword Facebook kommen und die suchen meistens Facebook, weil sie das nicht im Browser eingeben können und gelangen dann auf unseren Blog und sind natürlich dann schnell wieder weg. Das wird der Hauptgrund sein. Wenn wir uns jetzt die Landingpages, und das ist die zweite Analyse, die Sie machen sollen, nebst den Keywords, die Landingpages anschauen, dann sind hier die grün markiert, die eben auch überdurchschnittlich performen. Und wenn wir jetzt da durchschauen, was das für Themen sind, dann werden wir gleich sehen, dass da sehr viel dabei ist, dass eben Videos drin hat oder auch Aktualitäten. Vielleicht noch kurz die Absprungrate, ob die hoch ist oder nicht. Bei einem Blog ist die sicherlich in Ordnung, wenn man denkt, dass man meistens einen Blogpost liest und sich nicht durch die ganze Webseite durchwühlt. Aber die müsste natürlich gesteigert werden, gerade im Zusammenhang mit einem neuen Design, wo man eben dem Besucher vermitteln will, dass er gleich auf der Corporate-Website drauf ist. Gut. Wenn wir uns nun das anschauen, die von den Top 5 Posts haben 4 ein Video drauf. Das zeigt also, dass diese Posts am besten performen. Das ist sicherlich der Grund, dass man sich ein Video länger oder eher anschaut, anstatt dass man was durchliest. Die Startseite übrigens auf Platz 1, da hat es keinen Post drauf. Und deshalb wurde das auch nicht dazu gezählt. Dann was auch für mich ganz entscheidend ist, ist die Aktualität. Wenn man sich das anschaut, was sind hier aktuelle Posts? Facebook Datenschutz sicherlich. Dann das Thema Office für iPad. Wichtig dann wieder Gruppen, neues Layout, Aktualität. Uli Maurer, sehr aktuelles Thema. WhatsApp, Betrüger entlarvt, auch interessant und sicherlich auch aktuell. Google knows mehr als nur ein April-Scherz. Auch das natürlich um den 1. April. Dann rum und dann das iOS 5 und so weiter. Das sind Themen, die interessieren, also auch über solche Themen schreiben, da hole ich auch wieder sehr, sehr viele Besucher ab. Dann bin ich eigentlich beim Schluss, möchte kurz zusammenfassen, was sind so die Key Takeaways? Ein guter Blog braucht Zeit, keine Quick Wins, also nehmen Sie sich die Zeit, das dauert nicht 2-3 Monate, das dauert 2-3 Jahre, bis so ein Blog richtig funktioniert. Ziele definieren, Leads definieren und die vor allem messbar machen und monitoren, ganz entscheidend Layout optimieren, gegebenenfalls auch mit AB-Tests arbeiten, damit man herausfindet, was funktioniert besser, was eben nicht. Dann mobil nicht vergessen, schauen Sie, dass man sie auch aufrufen kann über mobile Website, über eine mobile Webseite, dass sie mit mobilen Endgeräten auf Ihr Gerät kommen und vor allem auch bedienbar ist. Content optimieren und Videos integrieren, ganz entscheidend, und das Monitoring und die Optimierung, die daraus folgt. Das war es zum Thema Blogging und dass das eben ein echtes Marketing ist. Ich hoffe, es hat ein bisschen was gebracht. Über Kommentare würde ich mich immer hier freuen. Wenn es Spaß gemacht hat, dann können Sie hier abonnieren. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INM AG und Sie haben Website-Marketing.ca geschaut.